Hey, hallo Leute! Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Hey, Togo! Du erinnerst dich doch noch an uns. Wir sprechen über den Visucaster, oder? Das war ungefähr vor 2 oder 5 Minuten. Erinnerst du dich? Da wollen wir mal ein Pokémon-Camp austragen. Da fällt noch schnell eine Sache. Was? Dürfen wir hier drin kämpfen? Ja? Okay, wir dürfen hier drin kämpfen. Wenn wir in der Nähe der Tore unsere Kämpfe bestreiten, müssen wir unbedingt aufpassen, die Leuchtschriftanzeigentafel nicht zu beschädigen. Hat er bei meinem Zuhause auch gut funktioniert. Ich bin nämlich auch nicht mehr so harmlos wie noch zu Beginn. Oder wie kann ich das unterschätzen? Wir könnten auch rausgehen oder da kämpfen. Da, 5 Schritte da raus. Das ist eine Route. Was denn? Lass mal wieder ein Kämpfchen wagen. Ja, bin ich zu. Ich hasse hey. Belle. Du meinst Anne. Ich meine Anne. Lady Anne. Allein schon diese Animation, wie sie den Ball nicht aus ihrer Tasche kriegt. Gorm kommt einfach nicht zum Zug. Gorm will auch einfach nicht, hatte ich das Gefühl. Fanny könnte ich kriegen, oder? Sollte klappen, oder? Ich dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen. Eine Blitzkanone auf Wabru. Gibt Grillhähnchen. Gorm, rumpel dich an Wabrus Flügeln. Was machst du jetzt, Picker? Oh, wieso können alle Erstauner? Das macht keinen Schaden. Bodyguard. Bringt dir auch nichts. Penny, komm schon jetzt! Was ist eigentlich mit Penny schon wieder los? Okay, das ist noch eine Chance. Ha! Und die nutzt es! Oh, guck mal, ein Grillhähnchen. Zuckerwatte. Ein Baldorfisch. Blitzkanone! Oh, härte dich so gut wie du kannst. Diese Blitzkanone wirst du nicht überleben. Außer du wärst noch 3 weitere ab. ein Grillfisch? Und zu guter Letzt noch ein. Ein Huthut! noch ein Grillhähnchen. Ach komm schon. Oh, warte, der könnte es überleben. Nein, der Faktor ist physisch. Ja. Okay, Penny. Komm schon. Yes! Penny macht den Kampf alleine. Und jetzt bin ich noch ein Normal-Pokémon. Aber das war Duflo. Das war wirklich schön. Warte, Duflo ist auch cool. Windstoß. Ich würde sagen Blitzkanone, aber wir haben echt keine AP mehr. Ich wollte bestellen! Und Penny ist so, was geht mit diesem Ballon ab? Das will ich jetzt auch nicht retten. Darf ich anmerken, wie wunderbar dieses Duflo zu Bell passt? Das ist so recht. Oh ja, klar, sie hat einen Trank. Ist der Penny auswechseln? Oh, Penny hat fast den Kampf allein gemacht, aber dann kam der Gift. Dann kam das Gift. Ja, wir sollten auswechseln. Wir müssen auswechseln. Riecht irgendwas gegen Gorm? Nein. Immer noch nein. Das war ein wunderbarer Kampf. Kannst du mir kurz Zeit aufschreiben für den Kampf? Oder nur. Ich will nicht. Oh, das war wunderschöne Blitzkanonen. Was war das jetzt? Also, ganz im Ernst, dieses Ballon war echt unfair.
Aber als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir, Chen oder Lydia, erreichen. Aber seitdem ich meine Reise nach Britannia angetreten habe, bin ich bereits so vielen Menschen begegnet. Man konnte mir jede Menge Gedanken darüber machen, was ich alles erreichen kann und will. Die Pokémon mir haben mir schon ganz viel neue Erfahrungen beschert. Als mir mein Pokémon weggenommen wurde, war das furchtbar schlimm für mich. Ich habe den ganzen Tag geweint. Trotzdem bin ich sehr froh, die Reise angedreht zu haben. Mit meinem Pokémon zusammen zu sein, ist für mich einfach unglaublich wichtig. Wirklich, ich muss es noch 5-mal anmerken, weil es so wichtig für mich ist. Nun ja, wir werden uns bestimmt bald wieder über den Weg laufen. Macht's gut, Otro. Ich gehe weiter die Route. Du musst die andere Richtung gehen. Bell. Das ist jetzt zurück in die Stadt gelaufen. Jetzt denkt sie, dass auf der anderen Seite des Tors auch eine Stadt ist. Oh. Oh, warum ist echt eine große Stadt? Sieht ähnlich aus wie in Stratos City. Entschuldigen, die. Wo bin ich hier? In Stratos City. Nein, ich komme doch gerade aus Stratos City. Das war ein wundervoller Kampf mit Penny. Wir sollten uns aufhören, über Bell lustig zu machen. Behinderungen sind nicht lustig, okay? Aber es ist behindert. Ich glaube, Bell ist ein bisschen zurückgeblieben. 15 Jahre circa. Wie alt ist sie? 25? 10. Weißt du, im ersten Part hatten wir das Thema, dass ihr Vater sie nicht auf diese Reise lassen gehen wollte. Ja, und jetzt wissen wir warum. Aus dem Weg! Oh. Warst du spät dran? Ich hab's dreimal versucht. Da war ich schon vorbei. Oh, warte. Ich muss was machen. Gib kurz einen Moment. Ich habe ihn mit Getränken eingedeckt. Wir gehen in die Wüste, das ist wichtig, hydriert zu bleiben. Was ich damit sagen wollte, ist, trinken mehr Wodka. Nein, Sprudel. Immer schön die Limonade reinkippen. Okay, willkommen in der Wüste. Die Wüste mag ich nicht. Ich habe kaum Erinnerungen an die Wüste. Ich mag Wüsten allgemein nicht, weil hier schneit Schnee, schneit Sand. Zu kämpfen? Ja, siehst du mal die Farbe des Sandes an. Wie du siehst, gibt es Stellen mit heller, die mit dunkler Färbung befinden sich, stecken sich Pokémon. Wirklich? Ja. Tschüss, Cheryl. Oh, jetzt redest du mit mir. Oh, willst du jetzt auch kämpfen? Kämpfen wir, wer der stärkere Gegner ist. Trainer ist. Okay, Jessica ist okay. Lady Jessica, wir kämpfen schon. Kapalores. Alex nicht der beste Gegner. Was schickt mir mal raus? Benny oder Gorm? Ich glaube, Gorm ist auch gut. Nicht Gorm. Gorm ist doch. Gorm sollte klappen. Gorm ist doppelt nicht sehr effektiv auf Pflanze. Ich habe mit Wasserangriff gerechnet, aber Heule ist auch okay. Ich habe mit Aufruhr gerechnet. Windstoß, ne? Ich muss aber sagen, unser Glüh wäre natürlich hier sehr gut. Ja, weißt du was? Penny wäre eine Fehler gewesen. Da kann schon wieder jemand erstaunen. Ja. Jedes zweite Pokémon erstaunen können. Und jedes andere zweite Pokémon kann aufrufen. Oh. Wo ist der Dragon Slayer? Oh ja. Geist? Brauchen deine Hilfe.
Es könnte brutal wehtun. Nicht vergessen, wenn wir unter 40 KP sind, heilen. Aus. Oder das. Oder heilen. Okay, bring es einfach zu Ende. Das ist okay. 50. Geist! Wir haben keine Zeit für sowas! Das ist gleich viel, oder? 60. Das ist doch ein Witz! Geist macht wieder Faxen. Mach jetzt einen Felswurf! Oh, das ist nicht gut. Aber das ist gut. Fünfmal! Wehe, wenn nicht! Was ist mit dem Geist los? Pubertät. Er hat auch einfach keine Lust, ne? Er ist in der Pubertät, glaube ich. Aber Bruder hat auch keine Lust mehr. Ja, guck ihn dir an, er ist mit 24. Es wird Zeit, dass du langsam erwachsen wirst, Kais. Der war in seinem Alter. Gott, lebst du. Das wäre Spaghetti gut. Dreamer macht tatsächlich Schaden. Los, Dreamer! Sie strahle es zu Tode! Danke. Perfekt! Aber wir müssen bedenken, dass die Weiterentwicklung zum Unlicht ist. Was? Was für ein Ding? Cool. Ja, der tut mir leid. Mehr EP gegeben als erwartet. Aber warum kann ich nicht gewinnen? Warum muss ich dir schon immer das Geld geben? Verstehe. Deine Stärke basiert auf dem Vertrauen zwischen dir und deinen Pokémon. Aber sei unbesorgt, denn ich kann meinen Zwotronin auch noch mehr Kampfkraft entlocken. Was für ein Ding? Verlierst du die Route erkunden? Wieso hat Cheryl eine Peitsche in der Hand? Was hat er in der Hand? Eine Peitsche. Wieso hat er Bock, seinen Zwotronin zu schlagen? Hutsch. Wer war der Professor? Hi. Ich hab vielleicht eine Sekunde Zeit und... Nein, hab ich nicht! Professor Escher, was gibt es? Escher hat mir auch nichts mehr zu machen. Treibt sie wohl schon wieder, aber gut, ich muss später eben mal gesondert mit dir Kontakt aufnehmen. Na schön, meine Freunde, ich warte euch am Tor von Rayono City. Okay, ich darf die Kuroute erkunden. Wie meinen? Was? Also, wir sollten wohl zum Tor nach Rayono City wollen. Müssen wir Route 4 immer geradeaus folgen. Die ist ja weg. Ich hoffe mir übrigens, dass die Dinge hier oben mich heilt. Oh, kann ich das mitnehmen? Oh yes. Danke, Pokémon Schwarz. Das war so eine gute Idee, dass es einfach mehr Heilmöglichkeiten gibt, auch auf Routen und in der Nähe von Routen und neben Routen und absolut. In der Nähe von Routen und in Routen und vor Wäldern. Sollte man nicht gleich Schutz einsetzen. Lass mich vorher noch da hochgehen. Weil da darf ich nicht durchgehen. Ich darf da durchgehen? Was? Ich glaube, wir sind schon relativ weit gelevelt. Ja, wir sind jetzt auf dem Level vom Arena-Leiter gewesen. Die nächste Arena ist aber auch nur 27 oder 28. Ja, das ist Spielschuld. Aber wir wollen doch verhindern, dass wir schon wieder überleveln. Hey, wo sind denn die Items? Hier. God.
Nein, es sind die Heil-Items. Wie dumm. Welche Items suchst du? Das da. Das hab ich gefunden. Wenn du nur Bella anguckst. Man kann da... Ja. Eisen. Geiles Eisen. Ach! Hey, Kabi Plus! Ich könnte mir tatsächlich jemanden geben. Eine Heilfeder! Ein Trainer! Ein Trainer! Weltreisen machen Spaß! Naja, geh so. Veronica? Plus! Hey, die kleinen Preise! Keine Sorge, der gibt nicht so viel EP. Ja, das passt schon. Wird schon klappen, so viel Level sind wir nicht. Ja. Du musst aber bedenken, wir sind alle irgendwie auf das gleiche Level bringen von dem her. Ich hätte sowieso den gleichen Angriff gemacht. Zugabe. Ja, schlag mir nochmal ins Gesicht. Danke. Ein Roll. Das Flammenrad. Ja, ich weiß nicht ganz, wie ein Hund ein Rad schlagen soll. Ein Kingstein! Wir wollten doch noch ein Wasser-Pokémon haben, oder? Einfach jetzt seit. Ja, kann ich. Das ist angenehm. Muss ich nicht immer den Radar ausmachen. Ich wünschte, der Zaun wäre nicht so lang. Ich erinnere mich an die Zukunft, die war einfach schrecklich. Aber der Schutz ist weg. Ich glaube, hier ist nichts. Wir wissen, es ist, komm, da kommen wir so durch. Perfekt. Oh, 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 oh. Schieß drauf. Oh, ach ja. Dann schießt du drauf und dann kannst du, genau. Ein Fokusgurt. Was war das? Entweder ist es die Volltrefferrate. Also diese ganzen Fokus-Items waren, glaube ich. Also das ist Netboost. Oh, das Pokémon manchmal zurückschrecken. Das ist ziemlich cool tatsächlich. Wem gebe ich das? Ja, weißt du was? Ja. Ja. Braucht aber Scheiße, glaube ich. Okay, ist okay. Und Fokusgurt. Ein Item zum Tragen. Bei vollen KP reduziert eine K.O.-Attacke die KP nur auf 1. Okay, das ist stark. Das schützt uns vor K.O.-Attacken. Ja, genau, dann wär's das. Das hier. Ich glaube, ich gebe das Driftlohn, der hat nämlich kein Item. Und Driftlohn könnte öfter mal mit einem KP überleben. Ja. Scheiß auf den Akku. Ich meine, beim letzten Mal haben wir uns 4 KP. Ja, das war sehr beängstigend. Was hat er denn so geangelt? Oh Gott. Driftlord. Das ist wahrscheinlich der Carbador-Trainer. Der jetzt durch keinen Carbador hat. Beißt es den Ballon tot. Der Carbador. Macht... Ach ja. Der Carbador-Trainer hat aber 6 Carbadors. Oh ja, das ist recht. Und der ist meistens Elektrik. Relativ früh. Elektrik mag ich nicht. Ja, warum nicht?
Im Zweifel Nein. immer Mysto dran. Was? Im Zweifel immer Mysto. Ich hoffe mir halt immer noch, es müsste irgendwas lernen. Hast du schon mal nachgeguckt, ob es irgendwas lernt demnächst? Stimmt. Oh, ist nicht gut. Oh mein Gott, ist das so teuer. Es lernt Konfusstrahl. Nee, das ist ganz nett, aber es ist nicht das, was ich will. Dann lernt es irgendwann Finte. Wann? Na, irgendwann. Wie irgendwann? Es lernt auch noch irgendwann Gewissheit. Ja, wann? Mit irgendwann meine ich 36 und 43. Oh Gott! Wieso haben wir nochmal nur die Pokémon genommen, die keine guten Sachen lernen? Wir können nichts dafür. Also müssen wir auf den TM hoffen, ne? TM hoffen. Müssen wir auf TMs hoffen. Blas ist davon. Perfekt. Aber was findest du eigentlich von solchen solche Routen wie hier, dass man die, keine Ahnung, vorspult? Ja, sehe ich. Absolut. Ich kann Getränke kaufen. Es ist wie clever, in der Wüste Getränke aufzubauen. Ein Getränke. Warte mal. Weißt schon. Turmkick! Oh, Leute, wir haben einen Turmkick bekommen. Schreibst du bitte mal die Zeit auf? Jo. Das ist nicht scharf, das ist Turmkick. Was kann ich von dir doof. Er ist mir klar. Ja, Turmkick ist ein scheiß Angriff, oder? Nee, eigentlich war er ganz gut. Nein, Sprunggriff mit Knie. Bei Misserfolg verletzt sich der Anwender selbst. Ja, aber er hat eine Genauigkeit von 90. Ja, ganz genau. Jemand kann es eh lernen. Und das kann sowieso keiner lernen. Vergessen wir Turmkick! Für den Erste. Ja. Wir spulen weiter, wir müssen nämlich noch darunter.
Oder... Yeah. Weißt du was, wir spulen nicht. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt gerade ja eine... Wie heißt das Zeug? Wie nennt man das? Vorspulen? Zeitraffer. Genau, Zeitraffer. Ich skip jetzt darunter. Kampf! Wir haben gerade Lashokin gesehen. Den Lamus. Wirklich? Lamus haben wir gesehen. Brauche ich wirklich Fleckmann, um Lashokin zu bekommen? Oder ist er nicht die Weiterung für Lamus? Nein, du brauchst einen Fleckmann. Oh. Du, Gengar ist super cool. Gengar ist super cool. Wo setzt sich gegen Gengar ein? Hast du kein Normal-Pokémon, damit die ganzen Geistangriffe nicht... Nein. Warum haben wir eigentlich gar nichts? Gegen Gengar ist sehr effektiv. Geist. Ah ja, Mysto. Mysto hat einen Geistangriff. Mysto hat auch Verfolgung. Mysto hat keinen Geistangriff. Hat Mysto nicht Bürde? Nein. Das ist jetzt nicht so cool. Aber ich werde dich in deine Albträume verfolgen. Gengar. Ich hätte gern das Gengar. Kann ich das Gengar mitnehmen? Oh, cool. Oh, natürlich stirbt er nicht daran. Ich wollte das Rückzug machen, aber das wäre nicht so clever. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viele Pokémon hat das Viech? Oh nein. Oh nein. Ich kann Mysto nicht austauschen. Oh nein. Kann ich es jetzt austauschen, wenn Gengar weg ist? Ich glaube nicht. Oh, doch. Oh, Gott sei Dank. Dieser Fluch hat mir so Angst gemacht. Natürlich. Oh mein Gott, mir hat da Angst gemacht. Mach mal eine Hypnose. Walzer! Mach mal eine Hypnose! Schnell! Danke! No, guck mal, die zwei Pixel-Augen sind jetzt nur noch ein Pixel-Augen. Du machst genug Schaden, oder? Er hat viel Kaffee, aber du machst doch genug Schaden. Wow. Na klar. Gar kein Problem für Dreamer. Wenn wir reden, wie die Levelkurve eigentlich voll nach unten ging plötzlich. Sandsturm. Puh. Das war beängstigend, aber. Kein Problem für uns. Dubius ist. Was war das? Genesect. Nein, was nicht. Sicher? Ja, das war für. Porygon. Porygon Z oder so. Was war Genesect? Hatte der nicht das? Nein, die hatte was Ähnliches. Willst du nicht kämpfen? Doch, der will kämpfen. Genesect hatte. Ich weiß nicht. Doch, wahrscheinlich auch Disc, aber. Die ist ein bisschen anders. Modul, dieses Modul. Ja, genau. Das schafft Böde eigentlich aus. Okay. Super. Ah, du stirbst jetzt hier durch Sandsturm. Ja, ach ja, trifft. Nein, ist klar. Boden-Pokémon. Dubius Disc ist tatsächlich Porygon 2 beim Tauschen zu Porygon Z. Ja, sag ich doch. Toxiquack! Das ist Kampfgift, oder? Es dürfte Kampfgift sein. Oh, Dreamer! Doch, Toxiquack ist so ein cooles Pokémon. Das hab ich mal trainiert, das war wirklich cool. Es kann Finte. Bin vergiftet, richtig? Nein. Psych 3, töte es.
Es kann Filter und selbst Giftstücke auch allein. Das müsste ein Insta-Kill sein, oder? Ja, doch, vierfach Schwäche. Allen geht's ja schlecht gerade. Hm? Hier geht's gerade allen schlecht. Was meinst du? Ja, jeder kriegt hier irgendwie. Ich auf Fresse. Niemand ist vergiftet. Ja, gut. Da, dass es noch ein Kapuzzi ist. Jetzt, oh, das ist schon Kampf. Wär. Nein, ich glaube nicht. Aber Dreamer sollte genug jedes Mal. Aber Dreamer sollte genug Schaden machen. Es kann Blubber. Oh nein! Wie macht jetzt ein Blubber? Du weißt doch, was wir mit Blubberblasen-Babys machen, Kapuzzi! Wir werden brutal und bist du besinnt, gleich durch die Bar geboxt. Tommy, den Einsatz! Nein, der richtige Einsatz! Ich hab die Stelle nicht oft genug geguckt, damit ich jetzt weiß, was danach kommt. Willst du mich verarschen? Ich bin so enttäuscht. Ich habe den ganzen Film nicht oft genug geguckt. Durch die Bar geboxt. Boxt. Oh. Das weiß man. Oh, ich bin so enttäuscht. Ein Lava-Keks. Das ist kein Stück von diesem Lava-Keks. Oh. Das ist nur für Blubberblasen, Blubberblasen, Babys. Und die Leute, die kennen. Ich bin ein taubes Nüsschen. Das ist ein Banana. Du bist ein taubes Nüsschen. Oh. Wir alle sind taube Nüsschen. Taube, 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 taube Nüsschen. Yeah! Wahrscheinlich gegen Brana war es raus. Ja, gute Frage. Was? Wo ist Spaghetti, wenn wir sie brauchen? Ja, Spaghetti wäre gut. Ja, Gorm, oder? Gorm könnte klappen. Es sind definitiv ein paar Typenprobleme bei uns. Das ist schon mal geschenkte Runde. Ist noch okay. Ich dachte, ich wollte schon mal gut. Also was wir. Wir heilen. Wir können ja nicht so gehen. Cool. Jedes Mal. Wir versuchen es einfach mal mit Windstoß. Wieso setze ich dich Morgengrauen ein? Weiß ich nicht. Weil ich dumm bin. Macht nicht viel Schaden. Oh, warte! Bürde ist doch jetzt super viel stark, wegen... Er ist paralysiert. Komm schon, ich will das sehen! Oh, oh. Oh Gott! Nein, halt nicht! Okay, was müssen wir nicht Gorm benutzen? Ich wollte gerade fragen, wir hätten noch Bürde gehabt, aber... Penny. Ja, das macht Sinn. Jo, Penny jetzt nicht reinschicken. Ist irgendwie so heil. Ich hab keinen Lebensschuss. Das ist okay, Lebensschuss ist nicht gefährlich. Das macht keinen Schaden, richtig? Richtig. Kaum Schaden. Aber es sollte funktionieren. Ja, ein Loch. Vermutlich. Kannst du oft meine Geschwindigkeit senken, wie du willst, bist du trotzdem langsamer als ich. Nein, noch.
Ja, ich nehme keinen noch, oder? Doch, klar. Ich hab auch keinen Schaden durch... Boden. Ah. Ja, gefährlich, der Trainer. Da war ich natürlich wieder hoch. Hä? Was zeigt das Radar hin? Oh! Das ist Herzstümpel. Ein Angriff. Da war ich am Psycho-Angriff. Bist du? Psycho. Bemühst du? 60, 25, verleitet Ziel durch Kokettieren zu Unachtsamkeit und verpasst ihn dann einen Hartschlag. Ziel schreckt eventuell zurück. Wer kann das lernen? Bemühst du? Ja, für Gorm vielleicht. Ja, ist denke ich besser als würde. Weiß nicht, falls nicht, können wir es ja wieder zurück. Nein, weißt du was? Würde ist wesentlich cleverer. Weil ich kann den Gegner paralysieren und dann Würde einsetzen. Ja. Tommy. Das ist viel cleverer. Wieso habe ich das noch nie gesehen bisher? Sag das doch! Okay, wo ist jetzt das Item? Ach, da oben. Eine Spucktafel. Ich weiß, wer die Spucktafel will. Gorm, oder? Echt? Wer will sie denn? Wer will sie denn haben? Gorm hat einen Geistangriff, genau. Tatsächlich wäre das sinnvoll, aber ich gebe es mal einem Geist-Pokémon, der Geistangriff kann. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir haben kein Pokémon, was Teleport kann. Natürlich nicht. Ist da drüber irgendwas? Nein. Dann. Ja, wir gehen mal zurück zum Hallen und dann da hoch und dann. Gehen wir uns oben wieder. Genau. So, ich glaube, hier rechts kann man hoch. Hier geht es dann weiter zur nächsten Stadt. Und hier hoch. Da. Genau, hier geht es dann weiter. In die Wüsten, ins Wüstenresort. Da fangen wir nächstes Mal ein neues Pokémon. Ich wollte gerade sagen, wir ein neues Pokémon fangen könnten. Aber jetzt machen wir das nächste Mal. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Abo, gebt ein Like. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.